Hallo, wir sind Olivia, Lena und Paulina und Laura. Wir sind die Voices of Change und wir sind heute am 7. Straßenfest und nehmen euch mit. Strandhase aus Wien und wir spielen heute um 16.30 Uhr hier den letzten Act des Tages. Wart ihr schon mal hier, also beim Südweststraßenfest? Ich war noch nicht hier, aber es ist doch ein Name, ein bekannter. Ich glaube, es gibt es seit vielen Jahren und es ist im Prinzip eine coole Initiative, mit der wir uns natürlich auch identifizieren und deswegen freut es uns natürlich heute hier zu sein. Deswegen das Projekt heißt Erschaffen statt Verschwenden. Also vom Supermarkt, also die Früchte, genauso wie österreichische Gemüse. Wir haben einen neuen Abänderungsvorschlag und den würde ich einfach kurz gern präsentieren. Wir sind eine NGO, die seit 25 Jahren besteht und es macht so die klassische Entwicklungszusammenarbeit, also Unterstützung von vielen Projekten. Wir sind der WWF und speziell auch von Generation Earth. Wir sind das junge engagierte Netzwerk von WWF Österreich und ja, wir sind heute hier, um Leute für Generation Earth anzuwerben und auch um unsere neueste Kampagne aufmerksam zu machen. Aktiviere deine Superkräfte von Eat for Change. Wir sind der Entwicklungshilfe-Club. Wir sind ein kleiner privater Verein mit Sitz hier in Wien. Und wir stellen Spenden auf in Österreich, mit denen wir Projekte unterstützen in Afrika, Asien und Lateinamerika. Why are you here today at the festival? Because I came to see the university and I just bumped into the festival, but I'm happy about it. Ich kenne das Südwindstraßenfest schon seit langer Zeit. Ich war selber in der Entwicklungszusammenarbeit tätig und ich finde das Südwindstraßenfest ist einfach so ein schönes Fest, weil es viel coole Leute zusammenbringt und in einer netten Atmosphäre, dass man sich austauscht. Ich würde sagen, es macht so besonders, dass einfach so viele verschiedene Gruppen und NGOs und Menschen da sind. Es kann jeder kommen, es muss sich niemand groß überlegen und alle finden irgendwie einen Platz vom Kinderschminken bis am Samstag dann das Musikprogramm, wo unglaublich viele Leute da sind und tanzen und einfach das gute Leben feiern.